prescht da vorbei. Diesmal auch an Westermann. In der Mitte Klose. Und die will er selber machen. Und er macht ihn! Und er macht ihn! Robben bringt die Bayern in Führung. 112. Minute in der Verlängerung. Ich habe es gesagt, wenn hier ein spielentscheidender Moment hineinkommt, dann durch eine Einzelaktion. Nicht, weil das System überzeugt. Und das macht er überragend. Legt sich den Ball vor, wie er es vorhin schon ein, zweimal versucht hat. Kommt hier auch noch am letzten Schalker vorbei und macht das Tor für die Bayern. Keine Chance für Manuel Neuer. Auch Moritz schafft es nicht und Neuer ist sogar noch dran. Und das ist der Jubel der Bayern, die ihre Dominanz ausgespielt haben. Nicht mit spektakulärem Fußball, aber mit viel Ballbesitz. Entschieden ist diese Partie noch nicht, aber den großen Vorteil, den haben jetzt die Bayern. Aber jetzt geht's erst. Hier nochmal das Tor. Erster Gegentreffer der Schalker im Pokalwettbewerb bisher. Klasse Einzelaktion von Arjen Robben, der anschließend übrigens für diese Aktion gelb bekam. Von Knut Kircher. Trikot ausziehen. Das gibt nun mal gelb. Schöner Jubel trotzdem. Und es geht runter, Arjen Robben bedankt sich bei Knut Kircher, dem Unparteiischen. Und hier noch einmal dieses wunderschöne Tor mit einem fantastischen Bild hier aus dieser Einstellung. Die Fotografen, die in der Verlängerung dort das Motiv des Spiels suchen. Da genau eben haben sie es gesehen und dort haben im Finale zwei Mannschaften noch nie gegeneinander gespielt. Der Kniefall vor den Fans. Und Thomas Müller, der gibt den Ton an. Und hat sich beim Jubeln einen Krampf abgeholt, Thomas Müller. Auch der über die gesamte Spielzeit auf dem Feld. Und das geht so richtig in die Knochen. Ob das jetzt so gewinnbringend war angesichts der künftigen Aufgaben. Als nächstes geht es ja gegen Stuttgart, dann ManU, dann wieder Schalke, dann nochmal ManU und dann in Leverkusen. Das sei mal dahingestellt. So, und ich höre, wir haben erste Stimmen. Uli Köhler bitte mit Bastian Schweinsteiger. Das war Fußball live im Ersten. Das